Servus und herzlich willkommen zu den Map News vom Zeitraum 28.10. bis 29.10.2020. In den heutigen Map News habe ich wieder 4 Mappen für euch, wie beim letzten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie sie euch gefallen. Die Download-Links genauso wie die Timecodes sind natürlich wie immer in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um immer die neuesten News von Mappen zu bekommen. Nummer 1 heute ist die Novgorodovka in der Version 1.4.1 von Poma. Die Karte ist eine Vielfachmap mit 67 Feldern. In der Version wurde Folgendes hinzugefügt, nämlich der Autoverkehr bis 90 km/h. Ja, die fahren wirklich 90 km/h. 3 neue Fildtypen wurden hinzugefügt: Sand, Kies und Erde. Shop wurde auch hinzugefügt. Die Kollision in Lagern, Garagen, Silos und am Ende der Karte wurde auch hinzugefügt. Die Felder haben jetzt auch Nummern bekommen. Man kann jetzt die Fahrzeuge auch direkt beim Händler zurückgeben. Getreidereinigung wurde hinzugefügt. Soundbehälter wurde hinzugefügt. Licht im Hangar wurde auch hinzugefügt. Kraftstoffspeicher im Haupthof wurde hinzugefügt. 4 Sandladepunkte wurden auch noch hinzugefügt. Folgende Fixes wurden durchgeführt: Erweiterter Abzug am Getreideheber. Das Symbol in der Zuckerfabrik wurde behoben. Feste Wellen in der Nähe des Wassers. Feste Werkstattgebäude. Feste Bodenhöhlen unter der Straße. Die fliegenden Bäume wurden auch behoben. Feste Brücken. Feste Wassertextur für Tiere. Der Spawnpunkt des Charakters im Haus wurde behoben. Willkommen auf der Giants Island in der Version 1.3 von De Jarosch. Es wurden nur ein paar Kleinigkeiten auf der Karte gemacht, nämlich die verlorenen Sounds für die Karte wurden behoben, damit man sie wieder hört. Und einige Zeichen auf der Karte wurden auch behoben. Und das war's dann auch schon mit der Map für heute. Wenn man will, kann man noch mit Jungen spielen, funktioniert nicht ganz so gut. Man hat auf der Map schon Startfahrzeuge mit denen man die ganze Map starten kann. Feldpreise sind auch schön angepasst. Eine BGA gibt es leider nicht auf der Karte. Man hat aber schon die Kuhweide platziert auf seinem Hof. So, ich tue jetzt nicht weiter Zeit schinden und wir kommen zur nächsten Map. Die Polish Fields oder Polski Poller in Version 1.1 ist anlässlich des polnischen Unabhängigkeitstages rausgekommen. Diese Karte gefällt mir auf der einen Seite gut, vor allem weil sie wirklich sehr kleine Felder hat. Seasons ist verbaut, Autos sind auch verbaut bzw. Verkehr. 3 Verkaufsstellen und eine spielbare Farm gibt es auf der Karte. Verträge gibt es auch auf der Map, aber leider keine Startfahrzeuge. Finde ich sehr schade. So, somit wäre die Polski Poller erledigt und wir kommen von einer schönen Map, nämlich Polski Poller, eine wirklich schöne Map für kleine, maximal mittlere Fahrzeuge, zur nächsten schönen Map. Die Alsoszek Agri-Farm ist in der Version 1.1 draußen. In der Version 1.1 wurde nämlich Folgendes verändert. Die Farm wurde neu aufgebaut und deshalb, und das ist auch ein Grund, wieso man ein neues Savegame anfangen sollte. Es sind 9 Felder und 6 Wiesen hinzugekommen. Die Schweinefarm, Kuhfarm und Huhnfarm wurden wieder aufgebaut. Schafe und Pferde wurden hinzugefügt. Sieht man in der PDA. Startfahrzeuge, würde ich sagen, die passen natürlich auch. Etliche strukturierte Gebäude wurden wieder aufgebaut. Neues Vorschaubild. Es sind etwa 97 Hektar Neuland dazugekommen. Neuer Wald wurde hinzugefügt und ein neues Dorf.
Und jetzt noch ein paar allgemeine Infos zur Map. Die Map hat Missionen, animierte Türen mit Ton, eine Biogasanlage, 4 verschmutzte Ställe. Finde ich einmal etwas anderes als immer saubere Ställe zu bekommen. Und ich würde mir sagen, das war's dann für heute. Es war ein kurzes Video, aber nichtsdestotrotz habe ich versucht, so viel wie möglich in kurzer Zeit für euch reinzubringen. Also, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Also, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.